Ja, was ist das? Oh, warte mal. Ich hätte Details machen können. Naja, egal. Oh, ey. Was wird schon groß sein? It will be fine. Ich habe ja gerade schon gemacht. Passt. Ich finde dieses Cover von Drakengard 2 sieht unfassbar cool aus. Diese blaue Hintergrund, die rote riesige 2 da drin, die Charakterdesigns, die Anime-Dinger mag ich sehr. Ich finde die Charakterplatzierung ein bisschen random, aber sure. Ansonsten möchte ich dir zustimmen. So, dass jetzt noch ein fettes Ubisoft-Logo drauf ist. Hier Ubisoft und Square. Ja. Wo wir zwei Publisher drauf die hatten wohl eine Zeit lang echt so ein. Einfach, die haben wohl mehrere von Square Enix gepublished in dem Zeitraum. Na, schon noch ein bisschen Angelus Energy. Während wir auf einen Drachen reiten. Das sieht aus, ey. Anyway. Ja, ja, stimmt. Nur ein bisschen Angelus ist drin. Ich frage mich, ob das einfach eine Dracheneigenschaft ist. Einfach, dass sie dumme Fotzen sind. Maybe. Die ist jetzt nicht formuliert. Aber. Maybe, Tom, maybe. Die. Ah, das sind, die machen die gleichen Geräusche wie auch im ersten Teil. Die drängen Spheres, Robin. Ich schieß schon so, damit ich sie einsammeln kann. Angel, ich meine, Legna hatte aufgelevelt. Give me. Take this. Woo. Das sind einfach Smart Bombs. Ja, yep, genau. The sword? That doesn't make any sense. The Gargoyle Cubes have to be destroyed. Ich mach so, damit ich die Dinger spawnen kann. Ja, genau. Oh. Mhm. Hey, guys. Yay! Ding, 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 ding. Das ist befriedigend. Ja. Ja, die sind komisch und bunt. Exterminate. I'm doing it, Drakengard. Aber wie witzig, dass die wirklich so Schallwellen auf dich schießen. Mhm. Ich glaube, wir haben es im ersten Teil auch schon. Da gab es zumindest Monster, die genau diese Geräusche von sich gegeben haben. Das kann sehr gut sein. Ups, das war. Okay, geht doch. Die sind sehr zielsuchend. Ja, wirklich, I like it a lot. Hell yeah. Ich krieg grad voll Bock, es kommt mit weiter zu spielen. Dom, das ist so gut. Do it. Müsste auch eigentlich Mann, fast da sein, wo ich hier aufgehört habe. Ist ja auch kein mega langes Spiel. Das ist schön. Das hat eine DLC-Kampagne, Ace Combat. Glaub ich. Ja, ja. Oder DLC-Mission oder so, irgendwas DLC-mäßiges. Das hatte ich gesehen auf Steam. Habe ich mir auch noch nicht geholt. Ich will erstmal das Hauptspiel spielen. Aber ich habe die Tage mal wieder Monster Hunter angeschmissen. Und ja, ich habe ein bisschen da reingespielt. Ich habe mir auch schon das. Also auf dem PC dann? Ja. Also hast du dir ja neu geholt und willst dann von neu spielen? Also, ne, ich habe es mir schon vor Ewigkeiten auf dem PC geholt. Also, ich habe mir halt auf der Xbox das Addon geholt. Und wir das dann da spielen, weil ich weiß, dass ich nicht da bis dahin noch mal konnte. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das mache, aber man kriegt ja mit Iceborne auch eine neue Waffe und die kann ich ja dann. Also hoffe ich, dass ich die sofort benutzen kann. Müsste ja eigentlich gehen. Einfach einen neuen Waffentyp? Es gibt einen neuen Waffentyp, cool. Ja. Ich habe vergessen, was es war, aber es war irgendwas Neues. Und ich spiele auf dem PC gerade mit Schild und Schwert, wie auch immer es heißt, Morph X oder so. Das macht richtig Spaß wieder. Ich hatte ja auch noch mal vor irgendwie, also nach, wir hatten da irgendwann im Podcast noch mal drüber geredet, über Monster Hunter, also einige Monate nach Release, wo ich mich dann noch mal reingefuchst habe und noch mal viel gespielt habe. Es ging dann Ich hatte ja auch immer mal wieder gespielt und auch so Sachen wie das Devil May Cry Event gemacht, aber dann viele auch verpasst. Genau, ich hatte aber wir haben ja zusammen Final Fantasy gemacht. Richtig, das hatten wir zusammen gemacht, ja. Ich denke, eigentlich dumm halt, Behemoth. Die Iceborne-Sachen nicht zu machen, weil die sollen ja richtig toll sein. Das ist ja so ein kleines neues Monster Hunter Spiel. Genau, ja, im Wesentlichen. Und da habe ich jetzt wirklich gar nichts mehr von mitbekommen. Nee, ich auch nicht. Aber ich habe Kontakt mit Sir Zhangpo's Forces verloren. Er muss in den Distrikt gehen. Lass uns ihn nachgehen. Ich würde so schlecht werden, wenn du da drauf sitzt auf dem Drachen und die ganze Zeit dieses.
Das hat sehr Seasickness-Movements. Ja, genau. Drakengard VR? Hm. Das klingt wahnsinnig wie eine unglaublich schlechte Idee. Aber wenn du, also vielleicht Drakengard VR, aber auf einem Drachenreiten in VR, finde ich, klingt sehr cool. Wenn du ja wirklich dieses, diesen Kopf so vor dir hast, du brauchst und du halt eigentlich dich so umguckst. Irgendwo. Naja, der Kopf ist ja dein Cockpit, ja, stimmt, quasi. Stimmt. Also du hast diese feste Orientierung, aber ja, es bewegt sich halt, das ist was Lebendiges. Und ansonsten ist es halt sowas wie ein Ace Combat VR-Ding, wo du halt auf Leute schießt, ja, und den Sturzflug gehen kannst. Und dieses Gefühl, in Ace Combat VR so nach oben zu fliegen und dann so in den Sturzflug zu gehen, kann ich zwar nicht lange aushalten, aber es ist super. Oh. Achso, ist das diese Gase, wo man jetzt das Parfüm releasen muss irgendwie? Ja, wir sind eigentlich wieder in einem anderen District, wo das nicht über die Holy Flower und den Parfüm funktioniert. Please. Time Limit. The mission goes empty, will die, also kaputt machen. I can do that. Okay, man muss einfach die Dinger kombinieren. Blasted. I blasted it. Eigentlich müsste ich einfach nur den Propfen weggehen, jetzt müsste noch mehr da rauskommen. Das sei denn, du ziehst den Stöpsel raus. Ja, es sei denn, die Steine erzeugen das aus irgendeinem Grund. Vielleicht ist es wie so Wunden kauterisieren in einem Lichtschwert. Es ist dann versiegelt. Ist das so ein Sänger drin ist in dem. Ja, ja, der sehr abgeht. Der ja, bisher ist alles einfach ein bisschen uninspiriert, muss ich sagen. Ja, ja, ja. Dadurch, es fängt auch langsam an, ein bisschen eintönig zu. Dadurch, dass sie halt keinen großen Plot bisher wirklich haben, sondern einfach, ja, es gibt halt 5 Seals und das ist ja schon auch ähnlich zum ersten Teil. Das hat ja auch keinen großen Plot eigentlich. Ja. Aber es hat halt die Charaktere und die Einzigartigkeit, die dich mitreißt, und das fehlt halt hier bisher so ziemlich komplett. Oh, for example, Goblin Shaman try to restore HP to nearby monsters. Oh, Diablo. Ugh. Diablo-Style. That's terrible. Aua. Wow! That's awesome. Das hätte ich dem Viech nicht zugetraut. Nee, ich auch nicht. Hallo. Oh, es wäre gut gewesen, wenn er die geschmissen hätte. Seine Säulen. Oh, stimmt. Aus einem Schlag heraus kannst du nicht springen. Nee, das ist halt die Sache, das hat krasse Animation Priority. Auch wenn ich zweimal ausweichen drücke, dann macht der halt auch zweimal. Ja. Obwohl ich das schon 5 Minuten her ist. Ich glaube, der hat den gerade, da ist der Shaman. Ja. Lass der Bomben fallen? Jesus. Der Shaman King. Oh, das ist sehr praktisch. Passt mich. Der hat mich aber, glaube ich, nicht geheilt. War nur ein bisschen. Jesus, kannst du mal fallen? Jesus. Oh, das hat normalen Damage gemacht. Wahrscheinlich, weil es ein Overhead war. Mhm. Dann bleibe ich mal dabei. Also, das ist halt Magic Attack. Ich frage mich, ob wenn du springst und ihm in den Kopf so schlägst, ob das auch Damage macht. So. Oh ja, stimmt. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Das heißt, das ist gar nicht die einzige Möglichkeit, ihm in die Schienbein zu schlagen. Gut. Siehst du, wie wir das halt nicht gewöhnt sind aus Drakengard? Nee, dass man in irgendeiner Art und Weise sowas machen kann, ist sehr ungewohnt. That's true. Lagnar! Wow. Völlig am Austicken. Der Typ neben dir muss ich auch gedacht haben, holy shit! Ey! Au. Au, au, au. Charmen hier erledigen. Ja, ja. Kannst du ihn runterschubsen? Das glaube ich nicht. Also wenn, dann würde er hundertprozentig keinen Schaden nehmen, sondern so runtersliden, oder meinst du nicht? Ja, aber sähe vielleicht lustig aus. Da ist ja wieder der Sänger. Diese Magic Attack hat Schaden gemacht, Alter. Mhm. Ja, guck mal, wie schnell die inzwischen down gehen. Progress. Aber hallo.
Hey. Frech. Nice. Wie laut er das schreit, finde ich so lustig. Legner! Legner! Which is Angel Backwards, was my idea? This is so genius! Anyway, kennt ihr Alucard? Was seid ihr? Oh Gott! Bitte kauft euch mal Lippen. Wir haben keine. Und ihr kauft euch bitte mal Hosen. Na guck mal, den muss ich gar nicht mehr besiegen. Fuck you, goodbye. Tschö mit Ö. Hier ist irgendwo ein Treasure Chest, habe ich gehört. Oh, verstecken sich hier? Nee. Das ist der Sackgasse. Du kannst doch nicht so einen Geheimweg hier hinbauen und dann. Feel betrayed. Vor allem hier, wo man so auf die Texturen guckt und alles ist ja, ein großer Matsch. Was ist denn das? Ist das eine leere Höhle? Ich denke, hier sind. Ja, das ist eine leere Höhle. Hier waren doch gerade Leute drin. Nope. Komm hierher. Frech. Jeez. Jesus. Ihr habt keine gute Zeit hier draußen, ne? Ist, kaum bist du weg, läuft's halt nicht mehr. Wirklich. Gar nicht. Aua. Aber du scheinst da dich gut reinzufinden gerade. Ja, man merkt daran, wie man hier. Ich glaube, ihr seht auch, dass das deutlich responsiviger ist, wie man so schön sagt im Deutschen. Ach, hier ist noch eine Höhle. Ja, dann wenn die da dran sein. Nope. Der sah sehr interaktiv aus, der Stein. Ne? Der hat eine andere Farbe. Ja. Hey, you guys? Anyone? Oh, ich vergesse auch immer wieder, dass ich die Kamera bewegen kann. Das bin ich einfach. Das Spiel ist, das ist ansonsten so ähnlich, ja, ja. Dass man meint. Du kommst halt sofort wieder in diesen Modus. Ja. Okay, das wird. Muss ich einfach gerade im Battlefield rumfliegen und wieder Gegner kaputt machen? Hast du eine Mission im Pausenbildschirm? Also ich muss einfach Gegner kaputt machen. Ja, stimmt, wir haben die Leiste. Ja. Right, right. Aber ich wollte halt zu dieser Höhle, weil da eine Treasure Chest drin war. Aber scheinbar fürs Ja, genau, du musst einfach die hier platt machen. Aber guck mal, dann zeigen sie da zumindest an, dass es eine optionale Höhle hier gibt. Irgendwo. Oh Gott, aber dann gibt es auch leere Höhlen, das ist ja furchtbar. Ja, das ist richtig scheiße. Guck mal, hier ist noch. Was ist das denn? Ist das nicht das, wo wir gerade waren? Da war eine Treasure Chest. Ach so. Ah, okay. Magic. Ich wollte gerade sehen, ob ich hier eine Höhle sehe. Wenn ich hier am Rand entlang fliege. Weil hier unten sind ja die Gegner, wo die irgendwo war. Guck mal, hier ist so eine. Da steht auf jeden Fall irgendwas. Please, Videogame, don't do this to me. Thank you. Ech. Und da wird wieder eine Orb drin sein. Ja, das passt nice. Aber auch. Oh Gott, du baut doch keine leeren Höhlen ja, überall hin, Freunde. Ja, nicht so große. That's the worst thing. Ach. Wirklich, wo wie riesig das ist. Ja, warum? Oh Gott, oh Gott. Das ist wie ein früher World of Warcraft Raid Dungeon. Ich weiß nicht, was das heißt. Die sehen einfach, Molten Core sieht genauso aus wie das hier. Echt, ja? Ja, wesentlich. Wow. Steckt halt gar kein Detail mehr drin, weil wenn 40 Leute da standen, da konnte das Spiel nicht viel mehr machen als good das. Good point. Deswegen sind die ein bisschen aggro. Ist halt heute sehr anders. Heute sehen die Raids ja richtig cool aus. Ja. Guck mal hier in so einem Riss im Boden. Hier ist es. Guck mal, die Gegner stehen davor. Ja, die ist bewacht. Diese Gegner hat man auch in der Zwischensequenz gesehen. Zumindest so ähnliche. Mhm. Ich will es nicht garantieren, dieses Spiel ist offensichtlich arschig. Ach, da sind auch Gegner drin. Sieht doch vielversprechend aus. Meekin dit. Check this. Wow, der einen hast du in den Boden reingeschossen. As he deserved. He's one with the earth now. Oh. Go with the earth, Mother. Aua. Jetzt, come on, Leute. Why? Macht dieser Backflip ein bisschen Damage? Bei den Gegnern? Ja, so aus. Ja. Oh, damit du quasi so cool. Die einmal zurückstößt und fliehen kannst. Das ist sehr cool. Hypersonic Blast! Das ist so ein Xenoblade-Name ja. Für die Attacke. Ich denke bei dem tatsächlich immer irgendwie mehr an Grandia. Das kenne ich ja nicht.
10 Second Slash. Das ist wirklich alles, was mir von Grandia hängen geblieben ist. Aber ihr habt das auch nicht so mega lang gespielt, glaube ich. Also da hatte ich mal, oder jetzt in dem HD-Version? Damals. Ich hatte mal eine Gold Games. Das waren diese Spielesammlungen. Das war quasi das Äquivalent von einem Steam Sale im Wesentlichen früher. Oh, okay. Weil du halt viele Spiele auf einmal für Gold wenig Games, Geld ja. bekommen hast. Ja. Und dass sie wirklich Bomben schmeißt. Das kann die dann vorne wegmachen, indem ich da vorschiebe. Da war die PC-Version von Grandia 2 drin und die habe ich dann damals gespielt. Und hatte auch meinen Spaß mit dem Spiel. Das ist auch ein gutes Spiel. Aber ja. es hatte halt englische Sprachausgabe ausschließlich. Und damals konnte ich noch nicht so gut Englisch. Aha. Aber ich erinnere mich immer noch an 10 Second Slash, was halt sehr oft gesagt wird, weil du den sehr oft machst. Und das Spiel gab es ja jetzt in der Grandia HD Collection. Wo, glaube ich, die PC-Version komplett broken ist, habe ich irgendwie. Also, gab es da eine PC-Version? Das hat eine PC-Version, ja, und die ist, glaube ich, echt kaputt. Also jetzt von dem HD-Version. Und halt, das war doch, das habe ich die bei deutsche Übersetzung Gregors RPG-Channel, genau, habe ich über diese deutsche Übersetzung gelesen und gesehen, dachte mir so, yo, wow. Ich habe leider wieder vergessen, was genau es war, aber es war sehr lustig. Von, also es war ganz viel, aber es war halt so ganz irgendwie genau, es war, irgendwas. Nee, Mist. Es war irgendwas doch. Miss. Ja, wenn Miss steht bei dem Kampf. Ja, stimmt. Die Gegner nicht treffen, dann steht da Fräulein statt Miss. That's insanity. Das ist das Beste. Ich weiß, das kann doch nur über einen damaligen Google Translate klappen. Nee, ich glaube, das ist nicht von damals. Ich glaube, das war neu. Ja, das ist doch noch, das ist einfach, also mein Gott. Peinlich. Fräulein. Ja, aber ich bin auch irgendwie dankbar. Absolut. Das hätte ich wahrscheinlich nicht so über die HD-Version gehört. Also aus der Sicht gute, maybe. Gute Arbeit. Ich weiß auch gar nicht, wie gut Grandia 1 sein soll. Ich höre immer nur Leute von Grandia 2 reden. So, machen wir das nochmal. Ich weiß nicht, irgendwie hat das nicht den Impact, den ich gerne hätte, dass es hat. Ja, man muss halt noch sehen, was Stufe schneller, 3 schneller und 4 kommen. Macht, weißt du? Vielleicht kommt dann ja irgendwie so ein Meteor-Final-Fantasy-Ding, weißt du? Oh ja, so eine richtig aufwendige Animation. Er fliegt ins Weltall ja. und lädt Mega-Flare auf. Genau. Und es geht 45 Sekunden jedes Mal. Oh, that's fun. Können echt ein bisschen mehr Gegner sein, du. Ja, das stimmt. Es wirkt sehr sporadisch. Aber sie sind doch fast alle weg. Beziehungsweise die Leiste ist leer. Ja, jetzt mal, ich habe Probleme, diese Leiste zu leeren. Mal gucken. Ah, das hilft doch. Das hätte ich vorher machen können. Das hätten wir, ja. Naja, now we know. Das ist ja mit der Musik gerade los. Die Musik ist auch gerade im Epilog-Modus. Mhm. Du sollst schon längst fertig sein. Ja, Bock die Pferde. Oh Gott, ich habe aber nicht mehr viel Health, mein Freund. Der Undead Horseman hier. Yes! Sind sie feuerresistent, ist die große Frage. Well, we're going to find out. Yep. For each character strong against one enemies, for example, arrows effective against the undead. Some characters are weak against certain foes, for example, now his attack power decreases against the undead. If effective, the damage appears in red, if an attack is ineffective. Ah, okay, interesting. Sie ist random effektiv gegen die Untoten. Ja, das ist halt, sie ist halt so religiös, weißt du? I guess that makes sense. Hat sie jetzt wieder volles Leben, wenn du wechselst? Oh, das würde mich sehr freuen, aber ich wage es zu bezweifeln. Probieren wir mal die hier. Doch. Hey! Sie haben ein separates Leben. That's good. Das heißt, man hat so eine Backup, wenn man mal wirklich gar kein Leben hat. Good to know. Was ist das denn? Hä? I have no idea what's happening. Mhm. Ah, guck mal, hier ist ein anderer Zauber. Kann sein, dass der dich gecharged hat. Wow, ist das. So. Das ist ihre. What? Das ist ihre Ausweichrolle. Oh, das sieht ja toll aus. Dancing. Oh, ich hab echt Schaden genommen jetzt schon. Ja. Alter, diese Ausweichrolle ist völlig nutzlos. Mir sieht aus, als ob sie keinen Invincibility Frame hat. Oh Gott! Dann off-camera gecharged. Cool. Dieses Speer ist schade. Wow. Aha, nicht getroffen. Machst aber gut Damage. Wenn du dann tatsächlich mal halt Damage machst. Noch besser. Ja, tankt sie. He lief. Oh nein, das ist der andere.
Alter, was soll das? Wow, dieser Charge ist halt so langsam animiert. Der sieht aus, als ob er eigentlich keinen Schaden machen müsste. Das sieht so scheiße aus. Boah, das ist da gerade richtig schlecht. Was hier gerade passiert. Sieht auch auf jeden Fall sehr unbefriedigend aus, was hier passiert. So, was also. Okay. I'm probably making damage, doing damage. Ja, ja. Man macht das sogar ganz gut. Jesus. Es ist nur nicht komplett foolproof. Was heißt mal? Alter, soll man die von der Seite angreifen? Ach so, von hinten? Ja, von hinten. Ist wahrscheinlich das, was ich ganz dumm mache. Aber da man den nicht so gut ausweichen kann, ist halt leichter gesagt als getan. Weißt du, die. Ah! Sweet Jesus. Ja, dieses Rumgehampel. Oh. What this happen? Level up. Heaven Strike learned. Mhm. Aua. Boah. Viereck, Dreieck, Dreieck, Viereck, Viereck. Hä? Das ist auch sehr langsam, das war's. I did it though! Jesus, das war. Das war die Krätze. Ja, das war. Der Kampf. Ja, also du wartest immer noch auf ein schönes Ereignis, das in auf der Rückseite der Verpackung. Ich lese es gleich vor. Ja. Aber vielleicht passiert es ja jetzt. So, Lieutenant Zhangpo ist der Guardian of another one of these keys that rob people of their lives. But in the district of Shining Life, I don't remember there being any guardian. Why is that? The guardian of the district went missing. I don't know exactly what happened or where he went. Right. Hört sich nicht wichtig an. Lieutenant Zhangpo has gone on ahead. Let's go. Bam, bam, bam. Das geht immer noch recht fix. Das heißt, wie eine Viertelstunde gedauert die Mission. Ja, und dann wäre auch wieder so ein Ding gewesen, am Ende sterben, alles nochmal machen. Das hat sich schon sehr angefühlt wie Drakengard, ja, würde ich sagen. Ja. Aber guck mal, wir haben jetzt auch mal ein anderes. Ne, ist wieder nur ein Schwert. Weil da finden wir die nur in dem. Dem in spannenden Namen. Bisher. Soldier Sword. Hat aber Sonic Blow als Attacke, was wiederum sehr gut ist. Immerhin bekommt man immer neue Recovery Power. Ja, ich finde es auch ganz gut, dass man nicht so komplett abhängig ist von den Drops. Ja. Oh, das sollte alles schneller gehen. Ja, oder man sollte halt nur speichern, wenn. Ich meine, du könntest ja einfach zurückdrücken, aber. Ja. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob es ein Autosave gab, wie in Drakengard 1. So immer nicht immer XXXXX machen musstest. You're late for the party, children. I hope you weren't loitering. My apologies, sir. Our way was blocked by the fog. Oh yes, that fog is a damn nuisance. But we have to get inside and make sure the key is safe. Right, you lot. Go on ahead and be quick about it. What? You want us to go in there? Walk through the fog? Lieutenant Zhangpo, you can't. It's too dangerous in there. They are the remnants of the Empire. They poisoned these lands. Ich habe das Gefühl, hier sind alles die Grenzen zwischen Gut und Böse hier fließender, als man uns verkaufen will, lieber Tom. Krass. Ich glaube, mit denen ist alles in Ordnung. Ich würde die da jetzt auch vorschicken. Oh. Was ist das Spiel, das das gerade gesagt hat? Oder? Oh. Ja, oh. Das habe ich gelesen. Hä? Das ist das, was ich gelesen habe. Wie Lady Manor. Was ist denn mit der im Ending A passiert? Das weiß ich gar nicht mehr. Hä? Ach, das ist die auf dem Cover? Ja, das ist ein Charakter vom Cover. Die ist unsere Love Interest? Sie ist doch so offensichtlich sofort. What? La 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 la. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr nicht sofort la, la, anfängt, la, la, la. Wie ein alter Mann zu reden, la, 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 bin ich nicht für diese Beziehung zu haben. It's one way of saying. Guck mal, links der Dude, der hier steht. Ja. So kleine Ärmchen.
Sie sieht aus wie ein Black and White. Fotofon. What the fuck? It's thanks to her we have such an abundance of martyrs. Saved us a lot of work she did. Martyrs. You mean sacrifices. Das war auch nicht mehr, was Dining A war, ne? Mit Mana. Nee, aber ich kann mal nachgucken. A few hours later. They're late. Hey! What was that? An earthquake? Look! I think the fog is lifting. It must be that woman. She's done something. You two! We have to get inside those ruins. Gerne. Sie führt offensichtlich die Überreste des Empires an in irgendeiner Form. Gucken wir in die Mission noch mal rein. Ich mag aber irgendwie, also mal so normale Version dieser Charaktere zu sehen, die vorher nur als diese komischen Yoko Taro-Kreationen existierten. Einfach so als interessantes Gedankenspiel. I can't see the lieutenant. Sir Zhangpo will be all right on his own. You think so? He doesn't look too tough. It's true that in the past, Sir Zhangpo wasn't much of a soldier. Quite the opposite. All he cared for was filling his own belly. I don't understand. Why was he made a lieutenant then? He entered a pact. A pact? Hey. What's that? How would a pact? Okay, er weiß aber nicht, was ein Pact ist. A person who is willing to pay a certain price can enter a pact with a beast. Bitte sag mir, was er bezahlen muss. Ich hoffe, es ist ebenfalls dumm. Und mit wem er vor allem den Pakt gemacht hat. Then it's not the lieutenant who is strong. I mean, to lead an army, you need more than just some powerful pact beast, right? No, strength is everything. In the Knights of the Seal, strength is all that matters. General Gizmore believes in that principle absolutely. Come on. Es kommt doch auch recht bald, was völlig anderes, aber Tokyo Night, nee, wie heißt das? Mirage, Tokyo Mirage muss doch auch irgendwie bis bald kommen, oder? Im Januar noch. Kannst du es endlich durchspielen? Überhaupt mal spielen? Ich hab's ja nicht so richtig gespielt. Und durchspielen direkt. Durchspielen, ja. Ich habe übrigens nochmal nachgeguckt. Ja, Solve the Puzzles. Oh, amazing. Ending A war das, in dem Angelus sich als Siegel geopfert hat für die Menschheit, damit die Menschheit weiter existieren kann. Und zu Mana steht hier nur, dass sie auch Keim und Co. darum gebeten hat, sie umzubringen, aber macht es nicht. Okay. So everyone lived, basically. Das war das, glaube ich, klassischste Ende. Mhm. Geht. Ja, sie müssen jetzt ein Puzzle lösen. Wo ich sehr interessiert dran bin, wie ein Puzzle in Drakengard aussieht. Weil sowas gab es noch nie. Das ist eine Premiere. Und wir sollten alle ziemlich excited sein. Seid ihr excited? Schreibt es in die Kommentare. Hab ich mit dem nicht auch noch? Ja, das war's. Weißt du, vielleicht bräuchten das moderne Spiele auch so eine Option. Retro-User-Interface oder sowas, wo einfach alle Interface-Elemente zusammen 50% des Bildschirms ausnehmen. Also ja. Manche Spiele würden davon sehr profitieren. Absolut. Weil ich spiele zum Beispiel ja Total War Three Kingdoms gerade. Oh, da habe ich. Sehr kleine Schrift. Hat eine Interface-Anpassung, aber die müsste noch viel weiter gehen. Das war auch in dem Kotaku-Artikel, die Spiele gesammelt haben mit so kleiner Schrift am Ende des Jahres. Da war auch Total War drin. Ja. Und bei PC-Spielen passiert mir das relativ selten, dass mir die Schrift zu klein ist. Weil man halt nah dran sitzt am Bildschirm, aber ich habe halt auch sehr oft das über Death Stranding gehört. Das ist mir auch gar nicht negativ aufgefallen. Oh, da ist mir auch aufgefallen. Vor allem in den E-Mails, die man bekommt. Die habe ich alle gelesen. Die waren mir auch viel zu klein. Ich weiß gar nicht, warum ich da kein Problem mit hatte. Ja, weil bei Outer Worlds ist mir auch sofort so, ach, das ist aufgefallen. Ich, aber das habe ich am PC gespielt. Ja, da war es kein Problem. Ja. Das war einfach, wenn du dann so weit weg sitzt an der Konsole, da geht es bei manchen Items, die du aufhebst, die haben ja so kleinen Flavor-Test. Der ist einfach unlesbar, wenn du. Also mittlerweile haben sie es ja gepatcht, aber damals war es so, wow. Das tut mir in den Augen weh.
Ja, man sollte meinen, dass gerade bei so großen Produktionen da auch sowas mitgetestet wird. Mhm. Weil ich habe so das Gefühl, natürlich gibt es diverse Indie-Spiele, die haben das Problem auch, aber es gibt auch Indie-Spiele, die so richtig gute Vorbilder sind, was das angeht. Schon, ja. Zugänglichkeitsoptionen und so. Ja, muss man sagen. Es ist ja aber auch eigentlich im Mainstream angekommen mittlerweile. Also gerade Microsoft und Sony sind da ja wirklich. Nur man hat halt manchmal diese großen Beispiele, wo es dann immer so dieses. Es wird erst nachgepatcht. Yep, yep. Es ist immer dieser zweite Gedanke erst. Was bei Nintendo, wo es gar kein Gedanke bleibt. Für immer. Leider Gottes. Also in Nintendo ist das sehr, sehr seltsam. Die. Weiß nicht, existieren da irgendwie nicht in diesem Gespräch. Andererseits haben sie halt oft dieses, hier, du kannst dieses Spiel jetzt einfach mit einem unverwundbaren Charakter durchspielen. Have fun. Ja, ja, aber was so Steuerungsoptionen angeht. Das, ja. My way oder highway. Ja, genau. Das ist immer Nintendo's Ding. Na, oder im Fall von Super Mario Odyssey, ihr könnt das ruhig mit dem Controller spielen, aber habt ihr einfach eine Fähigkeit nicht. Wo ich mir so denke, was? Das ist insane. Das sollte es nicht geben. Ich vergessen, du hast absolut recht. Was war denn das nochmal? Das war, wenn du Super Mario Odyssey mit Controller spielst, konntest du irgendwas mit dem Werfen, glaube ich. Irgendwas mit dem Werfen. Dass wenn du den Kappe geworfen hast und dann nochmal geschüttelt hast, war das das? Irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Die Attacke ist geil. Auf jeden Fall fehlt da einfach ein Skill. War das hier? Komm, wir haben sogar die 12er Chest auf der Map angezeigt, Tom. Ist das nicht verrückt? Dieser Progress. Das ist ja eine richtige Map. Richtiges Level, dass ich hier. Ein Jump-and-Run-Puzzle. Hell yeah. Prince of Persia. Oder Nier Automata. Weißt du noch, dieses eine, wo man über die Säulen springen muss, um diese eine Waffe zu erreichen? Über die Säulen. Ja, es gibt obwohl doch, so vor dem Tor. Mhm. Ja, ja, ja. Das war exciting. So, wo war denn hier die Treasure Chest da? Oh boy. Ich weiß noch an dem Strand da, dass ich dir mal zeigen konnte, wie man was macht. Das habe ich auch danach nie, aber das habe ich irgendwie nicht behalten, wie was. Das war irgendwie voll Simples, ne? Du musstest schon alle Sprungmöglichkeiten aneinander ketten. Ja. Ich habe da irgendwas darüber nicht verstanden. Ich habe irgendwas grundsätzlich daran missverstanden, wie man das spielt. Und da habe ich dich dann sogar extra gefragt. Genau, ne? Ich habe dir dann so ein Video zurückgeschickt. Ja, genau, das war awesome. Okay, das war's anscheinend. Na gut. Das ist great. Auch so eine Sprung- weil auch die Kamera nach oben geht, sodass man sieht, wo man hinspringt. Aber besser als in Kingdom Hearts 1. Gut. Das ist korrekt. Ist das Puzzle? Ist das ein Puzzle, was ich gerade gelöst habe? Goddammit. Fun. 10 von 10. Spiel des Jahres 2020 ist Drakengard 2. Können wir hiermit schon mal. Ey, cool, sehr gut, Robin. Just as planned. Hey, noch ein Speer. Ich finde nur Schwerter und Speere. Na, wahrscheinlich sind das ihre zwei Waffenkategorien, oder nicht? Ach so, weil meinst du jede Kategorie einen neuen Charakter? Ja, jeder Charakter wird ein eigenes Ding haben. Das kann sehr gut sein. Da habe ich gar nicht gedacht. Damn it, ist das ein Scheiß. Ich wollte es nicht overshooten. I did not ever overshoot it. I did undershoot it, though. Kein Bock mehr zu warten. Hey, ich will kurz von der Klippe weg. Vielen Dank. Bitte lassen Sie mich durch. Ja, muss sie auch gar nicht bleiben, ne? Ja. Oh, es ging hier. Ach, es wird wirklich der Molten Core. Ja. Bow to Ragnaros, the Fire Lord. He who was ancient when the world was young. Das mag ich aber, dass das immer so Stellen in diesem Level hat, wo man sagt, okay, das ist jetzt für diesen Charakter, weil die dafür die Waffe hat, die perfekt die so wegbratzen kann, die alle gleichzeitig. Also das hier ist auch mal nicht ein viereckiger Raum. Ja, das ist cool. Stell dir jetzt mal Drakengard 1 vor, was wir hier gerade machen. Unvorstellbar. Ich habe das Gefühl, wir sind zu undankbar, Tom. Hell yeah. Oh, das war sehr schön mit dem letzten Schlag gerade. Der Kombo. Da habe ich jetzt aber nichts Neues dazu bekommen. Nur mehr Damage. Damage. Und dieser Heaven's Ward Strike ist halt schon mega stark. Lass uns den Wie aufgeregt er war. Oh, tschüss. Goodbye. Bock. Oh. Die Runde springen, ohne zu sterben. 50 Kills. Alter, ich bin der allerbeste Videospieler. Look at this combo. Bam!
Ja, was hier übrigens hinten drauf stand, war einfach nur 18 Jahre sind und seit dem Krieg zwischen Imperium und Bund vergangen. Noah, Bund. Ein junger Soldat, aufgezogen von einem Drachen, trifft bei seinen Reisen auf Mana, eine seltsame junge Frau. Okay, das ist eine akkurate Beschreibung von Mana. Und dann steht hier noch mehr, was noch nicht passiert ist, was ich verrückt finde. Wo, ja, wirklich, wir spielen ja schon 2 Stunden. Ja. Wahrscheinlich ist das einfach der erste Playthrough, der da hinten beschrieben wird. Ending A. Hat das mehrere Enden? Da muss man von ausgehen, oder? Weiß ich nicht. Oh, yikes. Kann man nachgucken. Oh, ich glaube, du bist da kann man in den Loop reinkommen. Biggest of yikes. Drakengard 2. Ending. Da ist halt auch diese Chapter und Verse Dinger hat, gehe ich so echt schwer davon aus. Ja. 3 hat's. Ach, 3 Endings nur? Mhm. That's nothing. Disappointed. Ich bin ziemlich gut in diesem Puzzle, muss man aber sagen. Solve the final puzzle. Kann ich hier. Ah, ich kann hier stehen bleiben. Nein, kann ich nicht. Okay. Warum nicht? Oh no. Oh no. Wow. Nice save. Nimm mal ein Item. Warte mal, ich glaube in der. Ja. Jesus Christ almighty. Ich kann hier stehen bleiben. Sie haben da extra direkt einen Helfer vorgestellt, weil sie wussten, dass das passiert. Ist das hier unten? Ja. Hello, Friend. Gut. Das Kombo ist ziemlich geil bei so starken Gegnern. Ja. Das ist so gut. Bye. Genau, nichts machen. Wow, what? Das ist halt witzig, du hast keine Recovery Frames, aber die Gegner halt auch nicht. Ja. Funny. Ich mag das ziemlich, dass sie so weird durchsichtig werden, wenn die vor der Kamera sind. Ja. Das Spiel hat schon genug so Kameraprobleme, das ist gut, dass sie das immerhin machen. Lebt er noch? Sind wir denn hier? Wir solven the riddle, Tom. Das Riddle dem Weg. Oh, da ein rotes folgen. Fass. Aber ich kann doch nicht schießen. Destroy the barrels filled with gunpowder to damage enemies that surround them. Womit? Hiermit? So? Ja, einmal mit dem Speer. Aber. Ja. Ah, ha! Du bist immun. That works. Oh, hi. Woop, 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 woop. Oh, wow. Wir haben auf dich gewartet. Jesus. Klinkers. Oh, du nah, aber echt viel Schaden. Das hat er getelegraphed. Nice. Wow. Ich sollte mir wieder versuchen, hinter ihn zu kommen. Das geht halt mit ihm nicht so einfach. Vergesst das halt, dass manche einfach von vorne so fast unverwundbar zu sein scheinen. Naja, hier. Und die blocken einfach viel. Ja, aber du hast ja gesehen, sobald du mich von hinten angreifst, sind die einfach sehr verwundbar. War das optional? Nee. Wegpunkt gefolgt. Key, okay. Key of the Flame, irgendwas. Flame Dias, das ist da, wo ich hin will. Das ist dieses Ding halt. You now have the key. Go to the Flame Dias and meet up with the Lieutenant. Will do, Sir. Was ist denn Dice? Ah, das weiß ich. Ist das nicht so eine Art Schildding? Was war denn das? Ein Podium. Ja. Eine erhöhte Plattform vor einem Raum oder einer Halle. Kann ich auch aus irgendeinem Spiel. Ein Dice. Glaube ich so ein Altar-mäßig, weißt du? Also nennen wir noch im Deutschen so. Oh echt? Das kenn ich gar nicht. But. Dead but. Schwarz bei der Mission Complete. Ja, gut. Ja, wir gucken jetzt noch bis die Cutscenes vorbei sind. Genau, würde ich auch sagen.
Und dann haben wir erstmal genug von Drakengard 2, glaube ich. Ich kenne halt, also, ich kenne so noch. Ich habe mir das irgendwann mal vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so, wo wirklich auch ein bisschen genauer anguckt, was hier so storymäßig passiert. Ja. Und weiß davon einfach nichts mehr. Ich auch nicht. Aber ich weiß so, ein konkretes CG-Event habe ich noch im Kopf. Was eigentlich sehr cool wäre, das zu sehen, gerade wenn du nichts über Drakengard 2 weißt. Aber ich habe keine Ahnung, also da würde ich jetzt nicht drauf hinarbeiten. Ja, ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das fandet. Weil ich hätte jetzt zumindest unmittelbar auch nicht den größten Drang, hier jetzt weiterspielen zu müssen. Das fehlt oder einfach, man guckt sich einfach mal alle Cutscenes an. Ja, es fehlt dann einfach echt so ein bisschen der. Ja, das Besondere. Die Prämisse fehlt aber auch einfach ein bisschen. Ja. Also spielmechanisch würde es mir das reichen im Hintergrund, aber ich hätte gern ein bisschen mehr Plot, der mich vorantreibt, weißt du? Was hat er denn für eine Waffe? Eine Schaufel? Ist das nicht eher so ein Fächer? Nee, das ist eine Axt. I don't know. Sieht mega unpraktisch aus. Was hat ein Mana für eine Waffe? In dem Demo 2000? Die setzt sich gleich auf. Maybe. That's kind of a thing. Boah. Der einfach angreift. Sie ist jetzt einfach eine Kämpferin für die Arbeiterklasse geworden, die Mana. Hell yeah. Ja, vielleicht nicht mehr besessen. Who knows? Ja, sie ist auf jeden Fall einfach so. La la la. Garantiert wird sie unsere Love Interest. La la love. Die haben sie. Wow, oh, oh, Tom. That was very good. They are no longer martyrs. They are traitors. There's no point trying to talk to those who would rebel against the knights. Guck mal, wir werden jetzt langsam zur anderen Seite übergehen. Ja. Während der dann noch rumfuhrt. Also ich glaube, plotmäßig geht es jetzt so langsam los. Vielleicht sehen wir das nochmal ein andermal. Würde ich jetzt aber nicht. Ich frage mich, warum das so langsam ist. Also hier hätte man eigentlich anfangen können. Wirklich, ja, definitiv. Aber das war Drakengard 2. Endlich haben wir das mal hinter uns gebracht, genau, und erledigt. Wir haben jetzt tatsächlich einen Eindruck bekommen von diesem Spiel. Ja. Okay, gut. Dann soll es das erstmal gewesen sein. Wir hören uns beim nächsten Mal beim nächsten Spiel. Tschüssi. Bis dahin. Tschüss.